Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Es ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal hier gespielt hatte. Da muss ich auch mal schauen, haben wir irgendwelche Quests offen? Eigentlich nicht. Wir sind hier aber am Tempel der Dibella. Und wir wollten hier nochmal eine Quest. Congratulations, Max, this is the second. For all your efforts toward the greater glory of Dibella, we have raised you to the rank of Initiate. With this change on title, you are also gaining access to your cauldron, where your chemist devised potions for our temple. You need no longer travel to the Mage's Guild in order to purchase necessary potions. Okay, okay, wo haben wir die Potions? Hier, bei Potions? Ah. Kann ich auch meine verkaufen, die ich hier habe? Ich kann meine verkaufen hier. Ah, okay. So, die brauchen wir nicht. So, so, warte, das. Resist Frost brauchen wir nicht. Cure Disease brauchen wir. Potion Stamina brauchen wir eigentlich nicht. Chameleon Form brauchen wir nicht. Invisibility können wir vielleicht brauchen. Resist Poison? Nee. Restore Power? Vielleicht. Slow Falling? Ah, brauchen wir nicht. Water Walking brauchen wir nicht. Water Breathing? So. Ja, die würde ich erstmal lassen. So, was haben wir hier noch? Wir haben die. Ach so. Die kann ich nicht verkaufen, ne? Schade. Ich hatte jetzt doch irgendwie gehofft. Remove. Ich hatte kurz gehofft, dass wir die vielleicht verkaufen können. Hier können wir Donations machen. Bei dem konnten wir die Disease wegmachen. Bei dem gar nichts. Was konnten wir bei ihr? We of the House of Dibella are always willing to help members of Dibella. After all, we are both part of Dibella. So. Bei der konnten wir. You need something? Nope. Was war bei ihr? Training. Deldra Summoning? Bei ihr? I'm happy to see you, Max. Aber hier Training. Training will you cost 1000. Do you wish to receive training? Ja, komm. Daedric können wir bei ihr machen. Boah, lass mal Daedric machen. You and the trainer practice for 3 hours. The trainer tells you to reflect on what you've learned and see if you can put it to good use. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas Neues dazu kam. Aber komm, wir machen mal eine neue Quest. Let me see what task we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. Was hatten wir nochmal gemacht? Komm, wir machen mal das hier. Oder wir haben hier ein neues. The Relic. Komm, The Relic machen. Initiate the House of Dibella needs you for a dangerous mission to retrieve one of the last talismans of Dibella. You will have to defy the power of Morgoloth, its creator who then betrayed the temple and sank into evil. He is now a Lich and will guard the talisman. Are you willing? Ein Lich. Okay, I admire your courage, but tremble to think of the danger you are about to face. Morgoloth guards his talisman of Dibella in Theodiva Laboratory. Remember, there is no need to slay the Lich. Just retrieve the talisman and return it to the House of Dibella here. If we have no word from you in 13 days, we will chant the Song of the Departed for you. Dibella's blessings upon you. Max Deus the Second. Okay, also müssen wir jetzt nach Theodiva Laboratory. Da machen wir lieber einen Safe Game. Erstmal hier auf die 1. Und suchen wir dann Laboratory. Labor. Da haben wir's. Da müssen wir hin. Und dann reisen wir mal dahin. Oh,
Kann ich das wieder so machen? Bleibe ich so? Nein. Ja, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich da reingehen. Hier ist der Eingang. Dann würde ich vielleicht... Ne, warte. Hier macht man ein Safe Game auch nochmal... Ne, auf die 4. Draußen ist immer 4. Und dann... 24 Stunden. Weil wir jetzt nicht als Werwolf da reingehen wollen. So, 12 Stunden. Wo sind die Gegner? Da. Battle Mage? Nee. Können wir jetzt vielleicht so bleiben? Nein, können wir nicht. 12 Stunden haben wir noch vor uns. Dann nochmal 12. 10 haben wir noch vor uns. Wo ist der nächste Gegner? Da. Komm. Und nochmal 10. So, 3 Stunden haben wir noch vor uns. Ah, da. Werbär. Okay, jetzt noch einmal 3. So, dann können wir jetzt uns hier entzaubern. Und dann bleiben wir jetzt wahrscheinlich auch so. So, das nehmen wir alles mal mit. Können wir gleich alles in den Wagen packen. Von dem hier auch, oder die. Was haben wir hier Schönes bekommen? Iron. Ja. So, und... Nein. Hier. Alles in den Wagen rein. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Okay, 2 Richtungen. Safe Game auf die 2. So. Und dann suchen wir mal, wen wir hier kaputt machen müssen. Den Lich auf jeden Fall. Und dann beim Lich müsste... Ja, ich lasse die mal gegeneinander kämpfen. So, komm. Ich fand es aber interessant, dass da die Daedrop und die Atronachen gegeneinander hier sich kaputt machen hier. So, der hat 700 Gold. Krass. 700 Gold ist schon ordentlich was, muss ich sagen. Können wir das, was wir jetzt eingesammelt haben... Ich drücke wieder 5. Können wir das einmal kurz hier reinpacken? Hier, Letter of Credit. Die müssen wir noch irgendwie verbrauchen. So, was haben wir denn da? Kleine Box. Autsch. Das habe ich gespürt. Gab es hier irgendwie... einen geheimen Eingang. Nope, keine geheime Tür. Oben vielleicht irgendwo eine geheime Tür. Auch nicht. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Keine Ahnung, wo die Tür jetzt war, aber wir gehen mal hier rein. So, komm, geh auf. Und das muss doch gehen, ne? Ja, genau. Jetzt bin ich mit der Maus hier raus. So.
gut, wenn hier nichts ist. Dann gehen wir hier erstmal weiter. Wir gehen da lang. Hier kloppen die sich schon irgendwo. Ein Gargoyle ist gestorben, okay. Daneben. Und ein Eisharzmonarch, okay. Dwarvenbuckler. Ja, haben wir noch nichts Gutes. Guten Stuff haben wir noch nicht dabei. Noch ein Gargoyle. Achso, Gargoyles haben nichts. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game, bevor es hier weitergeht. Und bleiben erstmal auf dieser Etage. Hier ist nichts, aber da hinten ist ein Eisartronach. So, das war's mit dem. Battle Mage, nice. Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Hier geht's wieder nach oben. Fleischatronach. Ging das jetzt nur im Kreis? Ja, genau. Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal hier runter. Hier sind aber auch viele Atronachen. Wir gehen zuerst hier ran. Wo es noch weiter runter geht und... Ah, okay, da unten gibt es auch noch was. Jo. Eisenatronach, der hat mich jetzt erschrocken. Hier haben wir einen Gargoyle. Okay, hier geht's auch noch weiter. Wir bleiben aber erstmal unten. Jo. Okay, die sind jetzt hinter mir. So, nice. Erstmal ordentlich hier alles absahen. Der hat nichts. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, war gerade von der neuen Arbeit eine wichtige Nachricht, wo ich mich mal befassen muss. Gleich, irgendwann. Aber ich nehme das hier noch zu Ende mit euch auf jeden Fall. Noch ein bisschen weiter. Komm, wir gehen jetzt mal hier hoch. Und dann schauen wir mal, wer uns hier jetzt... Es geht ja noch höher. Okay. Was kommt hier jetzt auf uns zu? Hier kommt leider nichts. Dann müssten wir eigentlich noch mal kurz zurück runter. Hier geht es ja auch runter. Okay. Wo waren wir gerade? Da hinten waren wir. Und da fehlt ja noch irgendwie was, oder? War es das? Ne, hier war das nicht. Wo war denn das? Genau, hier. Hier waren wir noch nicht. Da ist der Licht, okay. Und... Okay, dann müssen wir einmal kurz das hier machen. So. Safe Game auf die 2, weil da vorne der Licht ist. Wir haben den Licht gefunden. Jo. Ich glaube, wir gehen gleich drauf. Nee, doch nicht.
eine Map. This gravel parchment shows the location of the Copperstone Crypts. You record it on your map. Wir haben eine neue Location gefunden. This is truly the house of Dibella's long lost talisman. Okay, wir haben den Dude gefunden. Wir kommen gegen Lichs schon mittlerweile an. Das ist super. Das heißt, wir machen hier auch nochmal ein Safe Game auf die 2. Und dann müssen wir jetzt noch schauen, wo müssen wir noch hin. Erstmal hier hin. Und dann fehlt noch, ich glaube, diese Treppe hier hoch. Genau, die Treppe. Ja, dann können wir einmal ganz kurz den... Da waren wir. Da hinten, glaube ich, waren wir auch schon. Okay, dann gehen wir einmal kurz zurück zum Eingang. Das ist der nicht. Müsste hier sein, der Weg. Haben wir auch alle schon ausgeschaltet gehabt hier. Glaub doch, das wäre der gewesen. Glaub, das wäre doch der Weg gewesen. Zum Eingang zurück. Und da hinten waren wir auch schon. Ja, dann drehen wir nochmal um. Also doch durch diese Tür. Hier. Und dann hier wieder runter. So. Das würde heißen, wir müssten hier... Wo müssten wir hier lang? Warte. Hier durch die Tür? Vielleicht? Nee. Hä? Wo muss ich hin? Also, wieder hier hin. Hier rein. Dann müsste hier dieser Weg sein, genau. Nee. Hä? Wo muss ich hin? Scheiße jetzt. Ich habe mir jetzt hier für... Aua. Toll. Jetzt muss ich einmal das hier machen. Nee, jetzt ernsthaft. Oder muss ich hier die Treppe... Ja, ich muss diese Treppe hoch. Okay, dann können wir hier auch gleich direkt gehen. Weil wir hier schon alles haben. So. Ja. Und wieder zurück nach Tantower. Wo war denn Tantower? Hier irgendwo. Oder komm, wir machen einfach so. Tun. Tantower, da. Ach, hier war das. So. Ah. Wieso schon wieder? So passiert das immer. Immer wieder. Wo haben wir hier die Taverne? Da unten. Das da. Das ist die Taverne. Dann gönnen wir uns hier nochmal ein Zimmer. Eine Nacht wird reichen. Ja. Und dann pennen wir hier mal für... Warte mal. So, wie spät haben wir es denn? 7.15 Uhr. Okay, dann heißt es für uns so oder so 24 Stunden. Hier drinnen wird uns aber nichts passieren. Gehe ich mal von aus. Oder wir werden wieder im Schlaf überfallen. So. Ja, nice. Dann können wir jetzt das hier wieder wegmachen. Ah ja, und die wieder equippen. Und hier geht's raus. Dann können wir hier einmal die
Shops besuchen. Die Dinger können wir ja alle verkaufen. So. Was hat das hier so eigentlich? Vielleicht hat er irgendwas Neues, Gutes, Geiles, was wir haben wollen. Nö, bisher noch nichts. Aber wir können dem das zumindest geben. Den Ebenarm oder Ebenerzarm. So. Ja. Und dann hier nochmal Richtung Norden. Da waren ja auch noch ein paar Läden. So, da haben wir schon mal den ersten. So. Und rein da. Nee, wirklich was hat er nicht. Und dem können wir ja auch nichts mehr verkaufen. Dann war... Okay, das... Hä? So. Dann war das hier nochmal. Laden. Was war das für noch? Klamotten. Egal, wir gehen... Okay, dann gehen wir da nicht rein. Wie sieht's hier aus? Müssen wir resten. So 3 Stunden wird reichen, ne? Gehe ich mal voll aus. So. Den können wir verkaufen. Können wir den verkaufen? Okay. Das. Hä? Hello, members? Ah, hello. MX, hello. Always a pleasure. Hier können wir gar nichts machen. Können wir hier gar nichts machen. Gehen wir dahin. Das ist wenigstens Shop. So, hier alles weg. Die brauchen wir. Und die können wir loswerden. Nein. Ebony Round Shield. Aber wir brauchen das eher in dieser Richtung. Also als Tower Shield und nicht als Round. Hier waren wir gerade. Egal, dann gehen wir weiter. Welcher Shop fehlt noch? Wir hatten nicht schon alle. Ja, egal, dann geben wir eben die Quest ab. Und dann reisen wir einmal kurz zur Hauptstadt wieder zurück. Wo war denn Tempel von Dibella? Da hinten. Ja, haben wir sie. Hier? Praise to great Dibella. I had not allowed myself to hope that you would actually succeed. Dibella's favor will surely shine upon you for this deed. As a small token of the temple's gratitude, please accept this enchanted breeches. Wir haben eine magische Hose bekommen. What? You not only retrieved the sacred talisman, but also killed the evil Morgoloth? You are truly one of Dibella's favorite ones. You will surely rise far in our order. Ja, aber ich habe voll Bock, nochmal so eine Quest zu machen. Aber wir machen jetzt das hier, Desired Artwork. In our 4000 years of high civilization in Tamriel, the House of Dibella has worked tirelessly to save and preserve objects of antiquity and artistry from ruin at the avaricious and uncouth hands of time. We have developed a sophisticated network of archaeologists, dealers and curious who are goodly paid for pursue art for the house. Would you assist in one such enterprise, Max? Ja, klar.
Oh, marvelous. No, the brochure of this particular work is a rather funny little young lady in green named Mogivira Ashton. What she has found is apparently so rare and wondrous, she fears bandits will rob her before she gets to our house. I do not know how dangerous it is, but if you would go to the Black Goat in Bugtree and get the artifact from her, I would be most appreciative. Time is the essence, for she says that she will abandon the artifact if someone is not there to take it in 9 days. Meanwhile, I will expect you back here in 9 days. Prathee will well and made Bella leitend Tylo. Boah, Englisch ist heute für mich richtig schwer. Okay, schauen wir mal, wo wir dafür hin müssen. Nochmal, so, wo steht das? Wechselos. This Mogivir Ashton is in the Black Goat in Bugtree. Okay, Bugtree. So. Bugtree. Achso, so. Ja, dahin. Dann reisen wir mal ganz schnell dahin. So, da haben wir schon mal eine Diebesgilde und dann. Ja. Was ist denn das denn eigentlich für ein Tempel oder Magiergilde? Das ist, glaube ich, nicht hier die Bella, sondern ein anderer Tempel. Frag mich, können wir da irgendwie auch noch was machen? So als Beispiel. Hier sind die wieder ein bisschen mehr angezogen. Achso, no. My services are reserved for my members. Okay. Hier sind wieder ein paar nackte Frauen. Schön. Dedra Summoning. Da können wir noch nicht. Warum sind die eigentlich hier nackt? Warum sind die in diesem Hinterzimmer nackt? Wirklich, also... Warum tragen die nichts? Make Spells? Kann ich nicht. Get Quest? Hier ist sonst niemand. Was war bei dem? Your Disease? Buy Spells? Okay, bei denen kann ich nichts. Aktuell. So, dann suchen wir mal eines der Tempel. Tempel sagt Tavernen. The Black Goat. Go and find a friend or someone who knows something. Ain't either. Fragen wir sie nochmal. Vielleicht Blood. It warms my heart to see you, Max. Dankeschön. So, I wish I could help you, Max, but I don't know. Okay. Vielleicht er. Great to see you, Max. Dankeschön. So. Freak not always back and ask, come on, verhalt. Ja. Ist schon enttäuschend. So. Hier. The best way is to go west of here, unless I'm mistaken. Westen. Ja, hier sind gleich 3 Stück. An einem Fleck. Ich frage mich, wie machen die Geschäfte damit? Ansonsten muss ich vielleicht so machen. Okay, erste direkt haben wir's. Da ist sie schon. By the Bella, I've been a nervous wreck waiting for you to show up. Here's the icon, I'm glad to be rid of it. I can feel every cutthroat's eyes on it. You better get back to the house before they think you ran off with it. Nee, ich wollte hier auf die Map. Die haben ja 3 Shops hier. Vielleicht eines, wo ich die Ingredients verkaufen kann. So, hier wahrscheinlich nicht, aber vielleicht haben die irgendwas schon Besseres an Material. Okay, der hat noch nichts dergleichen hier. Ah, aber ich kann dem die Rose verkaufen. Ah. So, und was kann ich hier mir holen?
Hier noch nichts. Hier aber auch noch nichts. Okay, den guten Stuff kriege ich hier noch nicht. So, und dann im Norden gab es noch einen Shop. Das da vorne. Ich hoffe, ich kann da die Ingredients wirklich verkaufen, die Gewürze. Nee, aber... Ja, okay, dann geht's zurück nach Tantauer. Tantauer. So. Komplett da durch müssen wir. Rein da. Hier. It's beautiful. See how the symmetrical lines, the stylized figures, the delicate folds and ornamentations. Oh Max, what a gift you've given us with this icon. Your 251 gold piece is certainly the least we can offer. Dibella bless you. Ja. Ich gehe trotzdem noch mal kurz nach Daggerfall selbst. Das war ja hier. Und dann gehen wir da mal ein bisschen verkaufen. Was sagt denn die Uhr jetzt? 7.10 Uhr. Das geht in Ordnung. Und was haben wir eigentlich hier jetzt mittlerweile? Hier sind wir Paladin, Journeyman. Sind wir schon... Dark Brotherhood sind wir schon minus 6. Diebesgilde 21. Die Bella sind wir aber 24. Okay. Die dunkle Bruderschaft, da haben wir auf jeden Fall verkackt schon mittlerweile. Das Journeyman, wir sind da glaube ich schon mittlerweile raus. Davon haben wir einen Laden. So. Dem kann ich jetzt aber nichts verkaufen, oder? Nope, schade. Okay. Dann halt nicht. Dann müssen wir halt noch ein bisschen weiter da hinten hindurch. So, achso, ich bin schon dran vorbei. Ah, wieder resten. 3 Stunden, dann haben wir alle offen. So, dem kann ich aber auch nichts verkaufen. Ich mal von aus. Nee. Aber ich kann schauen, was der so vielleicht an edleren Waffen, Rüstungen, was auch immer hat. So. Ja, ein bisschen weiter nach Osten. Hier einmal drüber springen. Für die könnten wir auch mal bald wieder ein paar Quests machen. Aber ich habe vor, vielleicht mal mit dem Ruf ein bisschen da wieder runter zu gehen und dann wieder ein paar Quests für die zu machen, dass wir vielleicht da auch nochmal etwas Neues aus Ebenerz bekommen. Aus dädrischem Material meine ich. Es sei denn, wir haben die Möglichkeit oder kriegen die Möglichkeit, das noch irgendwie selber zu kaufen oder zu finden, was wir hier haben. Wie sieht es eigentlich mit dem Level aus? 40% haben wir bisher bis Level 10 geschafft. Ja, bis Level 11. So, dann haben wir da nochmal 2 Läden. Okay, Bücherläden wollen wir nicht. Den können wir nichts. Also von denen brauchen wir nichts. So, den Catsuit, den haben wir ja. Oder den Kajitsuit. Okay, dann gehen wir mal da hoch.
So, wo war hier jetzt nochmal der Laden? Da. Da haben wir den. Und er hat bisher auch noch nichts. Adamantium Flay, den brauchen wir aber nicht. Orkestegger brauchen wir auch nicht. Ja, aber dann würde ich eher sagen, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!